Die beiden werden Ordensführer. Wer hätte das gedacht? Hallo und willkommen zu einem Review von Black Clover Episode 86 oder auch Page 86. Ja, mit Huwan Chansu. Bevor ich anfange, wie immer, ich habe auch Patreon. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich arrigatore mich für jede Unterstützung. Was mich in dieser Episode wirklich überrascht hat, war, dass das Opening erst viel, viel später gekommen ist und es davor sogar guten Content gab, den ich wirklich gefeiert habe. Nämlich mit Julius, wo Jai mir erzählt hat, dass ein paar Jahre später eben Julius zum König der Magier wurde. Also das Ganze setzt halt eben von der letzten Episode fort, wo Yami eben die ganze Geschichte erzählt, während im Bad. Und in dieser Episode gibt's halt absolut nichts an Fanservice. Irgendwie schade, aber dafür feiere ich die Story umso mehr. Und ich denke mir nur so gerade, bei Julius, wenn man ihn so ansieht und zusieht, bei seinem Job, er ist König der Magier geworden, weil er der Stärkste von allen ist und der Mächtigste von allen ist. Und dann sein Job extrem langweilig zu sein, um mit viel Papierkram und sonstigen demokratische und ähnliche, so mehr so Richtung Politik zu gehen als alles andere, was eigentlich dann nichts mehr mit ihm zu tun hatte, was er davor gemacht hat, das Königreich Clover zu schützen. Ich meine, auf eine gewisse Art und Weise macht er das sicherlich noch, aber ich glaube schon, dass er so einiges anders ist als das, was er davor gemacht hat. Vor allem, weil er sich ja immer wieder von Marx wegschleichen muss, damit er, wie er in dieser Folge auch selber gesagt hat, ein wenig Spaß haben kann. Was ich irgendwie auch gefeiert habe. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum er es ihnen nicht gebeichtet hat, dass er die Räuber selber fertig gemacht hat. Wo ich mir außerdem noch so ein Ja gedacht habe, ha, wieder diese Überleitungen heute, war, als Yami am Anfang zu Julius gesagt hat, als er ihnen den Auftrag gegeben hat, und dass es unter Umständen Verräter geben könnte, im Kreise der magischen Ritter, wo Yami eben meinte so, ja, wir könnten doch die Verräter sein. Und Julius das eigentlich ziemlich gut gekontert hat. Und da musste ich aber sofort wieder an Banjans denken, wo ich mir denke, da steckt fix noch etwas Schlechtes hinter ihm. Hundertprozentig. Vielleicht nicht damals, vielleicht nicht zu dieser Zeit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann später gekommen ist, nachdem er die goldene Morgendämmerung gegründet hat. Und ich fand es auch wirklich interessant, wie schnell die beiden mit ihren Ordensnamen daherkommen konnten. Mir persönlich wäre das nicht so eingefallen. Wie geht's dir dabei? Wäre es dir so schnell eingefallen? Und wie würdest du deinen Orden nennen? Schreib's gerne unten in die Kommentare und wie immer gerne auch eine Bewertung dalassen. Vielen Dank. Die Story selber war relativ vorhersehbar. Das Einzige, wo ich mir so dachte, okay, das hätte man irgendwie aufklären können, verbessern können, ist, Yami war bereit, als er gefangen genommen wurde, seine Grenzen zu überschreiten. Man hat es schon fast gesehen. Und da hätte ich es wirklich gefeiert, wenn sich sein Grimoire erweitert hätte und er die beiden einfach geputzt hätte. Und zwar sowas von. Aber im Endeffekt musste ja Banjans kommen, was irgendwie Captain Obvious war, aber ich hätte es halt doch gefeiert, wenn man mehr von Yami gesehen hätte und hoffe wirklich, dass da noch mehr kommt. Weil wirklich das mit Banjans und Yami, das war so, okay, sie kennen sich seit Jahren, aber niemand wusste, okay, wo kommt diese Vertrautheit her? Und jetzt weiß man es. Deshalb feiere ich diese Episode sowas von. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass die Kommunikation zwischen den beiden plötzlich abgebrochen ist. Für einen kurzen Moment dachte ich mir da, okay, vielleicht ist Banjans der Verräter. Aber dann dachte ich mir so, nee, das kann garantiert nicht sein, weil sonst wäre er niemals der Ordensführer von der goldenen Morgendämmerung geworden. Das hätte einfach nicht funktioniert. Und im Endeffekt hat man, so wie ich das mitbekommen habe, das Ganze aber auch nicht aufgelöst. Warum ist die Kommunikation fehlgeschlagen? Lag es vielleicht an den Räubern? Weil Yami hatte ja irgendwas erwähnt, dass die irgendwas machen. Ist dadurch die Kommunikation fehlgeschlagen? Ich könnte es mir vorstellen, aber hundertprozentig sicher bin ich mir da leider auch nicht. Ich muss auch sagen, was ich ein bisschen komisch fand, es war, Yami hatte versucht, Asta aufzumuntern. Und Asta war dann im Endeffekt von der Story nicht so besonders angetan. Was ich ein bisschen out of character gefunden habe, weil normalerweise ist Asta ja unser Motivationsbündel hoch 10 und lässt sich ziemlich schnell und einfach motivieren. Und kann sich auch selber gut motivieren. Was hier absolut nicht der Fall war. Zumindest kam es für mich so rüber und es war schon ein klein wenig enttäuschend. Aber um das Ganze wieder gut zu machen,
scheint die nächste Folge relativ vielversprechend zu sein, denn es wirkt zumindest auf mich so, als würden sich die ganzen Royal Knights beim Schwarzen Stier zusammenfinden. Und das feiere ich schon ziemlich. Vor allem mit Schwester Gorion. War, dass wir nämlich mit, wieder diese Überlegung, aber ich bin nach Emir und Asta war dann, aber man kann, es ist wirklich so verdammt heiß in dem Zimmer und das, obwohl schon Abend ist, ob ich das den ganzen Sommer durchdrücken kann, ich wollte es einfach mal erwähnen und es wird in die Outtakes kommen. Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.